Mahlzeit, meine Freunde, YouTube-Freunde, Schalker-Freunde, hier ist euer Schalker wieder. Ja, Spielertausch zwischen Newcastle und Schalke. Nabil Bentaleb gegen Mathieu Ben Longstaff. Dieser Junge ist mir auch nicht bekannt, aber haben ihn ein bisschen schlau gemacht. Der Junge ist 1,71 Meter groß, 20 Jahre jung, Rechtsfuß, defensives Mittelfeldspieler, ist auch U20-Nationalspieler bei England. Ja, hat bei Newcastle 15 Spiele gespielt, ist unzufrieden, möchte gerne mehr spielen. Da sein Vertrag jetzt ausläuft im Juli, hätte gerne der Trainer von Newcastle, wollte mit ihm verlängern, aber er hat das Angebot abgelehnt. Er möchte nicht verlängern, er möchte wechseln, damit er mehr Spielpraxis kriegt. Ja. Und dann lese ich Spielertausch. So, ein Spielertausch ist doch für mich doch nicht, wenn einer ablösefrei ist und die wollen den Nabil Bentaleb. Wo ist denn dann Spielertausch? Spielertausch ist, wenn der Longstaff jetzt einen Vertrag noch hätte bei Newcastle bis 2022. Das hätte ich ja verstanden. Aber nicht, dass sie jetzt da sagen, nö, wir machen einen Tausch, ihr kriegt den Longstaff und wir nehmen den Bentaleb und ihr geht mit dem Preis runter. Stopp. Sorry. Sehe ich aber jetzt nicht ein, weil sein Vertrag ist ausgelaufen. Der kann zu uns kommen, wenn er möchte. So sehe ich das. Aber das Problem ist, bringt das was, dass wir diesen Mathieu Ben Longstaff uns holen? Der Junge spielt den defensiven Mittelfeld und da frage ich mich nur, brauchen wir noch so einen im defensiven Mittelfeld? Wir haben doch genug Spieler, die defensiv Mittelfeld spielen. Und außer wenn wir jetzt 3-4 Abgänge hätten im Mittelfeld, dann würde ich sagen, würde sich das vielleicht lohnen. Er ist ja 20 Jahre alt, hat Potenzial nach oben, gehe ich mal davon aus. Hat, glaube ich, auch 2 oder 3 Tore auch geschossen in seinen Einsätzen, wo der bei Newcastle gespielt hat. Aber trotzdem, was mich ärgert, ist, was die schreiben, Spielertausch zwischen Newcastle und Schalke. Das ärgert mich. Weil sowas schreibt man nicht, wenn ein Spieler einen Vertrag zu Ende geht, jetzt Ende der Saison, ist der ablösefrei und dann hauen die rein, einen Spielertausch zwischen Newcastle und tut mir leid, das ist kein Spielertausch für mich. Ist so, da rege ich mich dann immer auf, wenn die Medien sowas schreiben. Deswegen, der Junge hat einen Marktwert von 3,6 Millionen. So, hätte er einen Vertrag gehabt noch bei Newcastle, dann hätte man reden können, Spielertausch. Aber da er ablösefrei ist, kann er selbst entscheiden, wo der hingehen will, möchte. Da Udinese Calcio von Italien auch Interesse an den hat, wird man sehen, ob er überhaupt dann, ob der überhaupt Interesse hätte. Schauen wir mal. Aber was sagt ihr denn? Ist das ein Spielertausch, was die uns da erzählen in den Medien zwischen Newcastle und Schalke? Ist das ein Spielertausch? Wenn einer ablösefrei ist und der andere kostet 15 Millionen, ist das ein Spielertausch? Meine Meinung, nein. Aber ob ich den Jungen holen würde, müssen wir schauen. Erstmal müssen wir schauen, wie viele Abgänge wir im Mittelfeld haben, weil ansonsten hast du noch einen Mittelfeldspieler. Wir brauchen einen rechten Verteidiger, einen linken Verteidiger und wir brauchen einen Stürmer. Da sind unsere Baustellen. Und Mittelfeldspieler haben wir genug. Meine Meinung. So, meine Freunde, schreibt mal hier in die Kommentare. Seht ihr das auch, dass es ein Spielertausch sein soll? Entschuldigung, dass es ein Spielertausch ist, wenn der ablösefrei ist und der kostet nur Geld? Ist das ein Spielertausch für euch? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon sagt. Ich sage, für mich ist das kein Spielertausch. Der kann kommen, wann er möchte. Er kann sich selbst aussuchen, wo der hingehen möchte. So, schreibt mir das in die Kommentare. Freue mich auf eure Kommentare. Euer Schalker, bis dann.